Herzlich willkommen zur ersten Etappe der Mehrgenerationen Genussradelradtour auf dem Ruhrtalradweg von Winterberg Richtung Meschede. Prolog und Ouvertüre haben wir quasi überstanden und jetzt geht's in die Vollen. Bis dahin, ciao. Der Ruhrtalradweg ist wirklich viel zu schade, um den einfach so abzustrampeln. Eigentlich kann man an jeder Ecke mal innehalten, Pause machen, stehen wunderschöne Bänke hier unter einer ganz dicken, fetten Kastanie. Boah. Schön. Hallihallo Freunde, wir sind also in Olsberg angekommen. Pfarrer Sebastian Kneipp war schon vor uns da. Ja, ältestes Kneippbad, glaube ich, in NRW, soweit ich das gesehen habe. Wir wollen mal gucken, das wäre ja ziemlich schön, wenn ich hier irgendwo mal meine Füße reinhalten könnte. Aber ich hoffe, dass man dann im Rhein später nichts mehr davon schmeckt. Kommt zur Ruhr. Bitteschön. Jetzt hört man die Ruhr sogar auch. Ah, ein Hochgenuss. Benötigt einer von euch vielleicht noch einen Tannenbaum? Ich würde schon mal dran denken, Weihnachten kommt schneller als man denkt. Liebe Freunde, was soll ich sagen, wir sind kurz vor Meschede, geschwitzt wie Hulle. Und wenn man mal hier so sieht, jo, also ich habe wirklich das Gefühl, dass wir hier im Allgäu sind, ne? Ruhrtal-Radweg hat es ja, der Kanal, haben ja betont, wir wären in NRW, ich glaube das immer noch nicht. Und ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Ich habe so viel Dokus darüber gesehen, von euch, von vielen Leuten, die denn gefahren sind, vom Andreas Velotourer, schöne Grüße, und vom Frank, der Rausgeher, auch beste Grüße, Jungs. Top Leistung, ihr seid hier wenigstens hingefahren, zur Quelle hin, das habt ihr gut gemacht. Ich glaube, da habt ihr immer nur Profilberg runter gehabt, denn wir kommen von der Quelle und es geht nur steil bergauf. Was soll ich sagen, es ist uns auch gar keiner entgegengekommen. Und überholt haben uns nur Leute mit E-Bike. Das zählt nicht. Also genug für heute. Wir kommen gleich an. Ich freue mich mega auf eine Dusche. Und ich glaube, wir haben gefühlt 3 Liter getrunken und vielleicht 30 Milliliter Pipi gemacht. Ja gut, so ist das nun mal, ne, im Sommer. Viel Freude noch. Ciao.